Ich grüße euch. Ich hoffe, das wird laut genug, denn ich sitze hier draußen. Aber ich wollte unbedingt auf dem Balkon sitzen im schönen Tirol, wo wir gerade sind, also Österreich, und wollte trotzdem ein kurzes Video für euch machen. Also, es geht heute um das Verb heben. Kennt ihr vielleicht? Heben bedeutet lift. Also ich hebe meine Teetasse, ohne sie umzukippen, wenn es geht. Genau, das ist mein grüner Tee und ich hebe die Tasse. So, und mein Beispiel dafür ist, der stärkste Mann der Welt kann unglaublich schwere Dinge heben. Sieht so aus. So, das bedeutet, he can lift. Wird niemals. Dann gibt es noch das Wort anheben. Wir heben den Schrank an und du schiebst den Teppich drunter, okay? Anheben bedeutet ein bisschen hochheben. Zum Beispiel, wenn wir etwas Schweres haben, das kann man nicht einfach so in die Luft heben. Ich kann sagen, ich hebe es ein bisschen an, so wie der Schrank. Wenn man einen schweren Schrank hat und man muss einen Teppich unter den Schrank schieben, das ist meine Einkaufsliste, und dann hebt man den Schrank natürlich nicht komplett in die Luft, sondern man hebt ihn ein bisschen an. So, dann gibt es das Wort abheben. Abheben. Ich hob ab und flog über den Dächern der Stadt. Abheben bedeutet von der Erde wegfliegen. Es macht ein Flugzeug, das macht ein Mensch, der fliegen kann, falls ihr Menschen kennt, die fliegen können. Also abheben bedeutet langsam von der Erde wegfliegen. So, dann gibt es abheben noch eine Bedeutung, diese kennt ihr wahrscheinlich eher. Geld abheben bei der Bank. Ich muss noch zur Bank und Geld abheben. Bedeutet withdraw, also ihr geht an einen Geldautomaten, gebt eure Karte ein und könnt Geld holen. Das bedeutet abheben. So, dann haben wir noch das Wort aufheben. Es heißt, heb bitte das Papier vom Boden auf. Aufheben bedeutet sowas wie pick up vielleicht. Wenn ich etwas fallen lasse, dann muss ich das aufheben. Also pick up from the ground. Aufheben, etwas ist gefallen und ich hebe es auf. So, das ist eine Bedeutung. Aufheben hat noch eine Bedeutung. Hast du deine alten Tagebücher aufgehoben? Tagebuch kennt ihr, ist Diary. Und ich könnte jemanden fragen, ah okay, du hast als Jugendliche Tagebücher geschrieben. Hast du diese Tagebücher aufgehoben? Aufgehoben bedeutet, hast du sie immer noch? Hast du sie aufbewahrt? Also did you keep them? In der Bedeutung. Aufheben. Ich könnte sagen, wenn du einen Toaster kaufst, heb bitte die Rechnung auf. Trennbares Verb, heb auf. Dann, es kann sein, wir müssen den Toaster zurückgeben und dann müssen wir die Rechnung zeigen. Deswegen heb die Rechnung auf. So, dann gibt es noch ein Wort, das ist so ein bisschen formell literarisch vielleicht. Das heißt sich erheben, also ist reflexiv. Bitte erheben Sie sich für das Brautpaar. Das sagt man oft bei einer Hochzeit zum Beispiel. Das Brautpaar kommt rein oder die Braut kommt rein und die Leute stehen auf. Und es ist ein schöneres Wort für aufstehen, sich erheben. Es ist so ein bisschen, hat einen religiösen Touch oder einen offiziellen Touch, sowas. Und es gibt noch ein Adjektiv, das hat aber auch mit heben zu tun. Von der Konstruktion hat aber von der Bedeutung her nichts mit heben zu tun. Es heißt überheblich. Er ist so überheblich, er denkt, er ist das Zentrum des Universums. Überheblich, das bedeutet, wenn eine Person sich für besser hält als alle anderen Menschen. Überheblich ist vielleicht ein bisschen hochnäsig. Also ich bin überheblich, wenn ich sage, ich bin cool und alle anderen sind nicht cool. Das ist überheblich. Und das Nomen dazu ist Überheblichkeit. So, ich hoffe, das hat euch ein bisschen geholfen. Ich danke euch und nochmal schöne Grüße aus dem wunderschönen Tirol hier. Moment, ich kann vielleicht die Kamera umdrehen und euch noch ein bisschen zeigen, wo ich bin. Also so ungefähr. So, da bin ich wieder. Okay, wir sehen uns im nächsten Video. Dankeschön. Ciao.